Oh, ich habe so ein Versteck los. Ich habe mir mal ein, 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 ich hab
Also wir haben hier unsere Vergärungsanlage des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Böblingen, die leider brennt. Die Feuerwehr ist mit über 200 Einsatzkräften vor Ort und ich bin dankbar, dass die Feuerwehr hier so beherzt eingreift und die Lage auch unter Kontrolle hat. Das heißt, wir haben hier die Situation, dass die Rotterhalle unserer Vergärungsanlage abgebrannt ist oder am Brennen ist und der Fermenter steht noch, das ist auch ganz gut so. Und sind Explosionen von, teilweise sind Fahrzeuge in der Rotterhalle, die natürlich durch das Feuer jetzt, dass der jeweilige Tank des Fahrzeugs mit explodiert oder kleinere Gastanks, die sich dort befinden. Also das sind kleinere Verpuffungen, Explosionen, auch zum Teil durch das Faulgas, das wir dort haben, die dadurch entstehen. Wir haben keinen Personenschaden, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft und wir können auch sicherstellen, dass das Feuer jetzt nicht auf den Wald oder dergleichen angreift. Die kommen aus dem Bereich Leonberg vor allem, aber auch aus den umliegenden Gemeinden des Landkreises bis zur Feuerwehr Sindelfingen. Und da ist eigentlich relativ viel im Einsatz hier. Da bin ich auch froh und dankbar, dass die Feuerwehren wie auch das THW, DRK bei uns im Kreis sehr, sehr gut zusammenarbeiten und die Einsatzkräfte hier auch an der Einsatzstelle, wie sich immer wieder zeigt, sehr gut harmonisieren. Also die Brandbekämpfung ist unter Kontrolle. Das heißt, wir haben die Rotterhalle brennt gewissermaßen ab. Wir haben ein Hackschnitzellager, das noch im Randbereich abbrennt. Und das Faulgas, das aus dem Fermenter austritt, das flackert natürlich auch ab. Wir gehen davon aus, dass keine Gefahr besteht. Wir haben Messfahrzeuge im Einsatz, die auch gucken, was mit dem Rauch passiert. Aber wir gehen davon aus, dass keine Gefahr besteht. Das handelt sich ja um biogene Stoffe, die quasi verbrennen, so wie das Gebäude selbst. Yeah.